Darf man denn gar keine Erwartungen haben? Fragen mich viele in meinen Seminaren. Ja, und ich frage dich das. Wie hältst du es mit Erwartungen? Wir haben oft gelernt, Erwartungen sind doch ganz normal. Erwartungen an den Mann, an die Frau, an die Kinder, an die Eltern, an die anderen, an den Chef, an die Kollegen. Die meisten Menschen von uns sind voller erwartender Gedanken, Erwartungsenergie in ihrem Denken. Und das muss zu Enttäuschungen führen. Hör mal rein, das Wort Erwartung, da steckt das Warten drin. Ich sage, wer Erwartung hat, der darf warten. Du entscheidest dich für das Warten, denn wenige dieser Erwartungen werden erfüllt werden. Du kannst Wünsche haben und Wünsche äußern, zum Beispiel deinem Partner gegenüber, aber ob er oder sie sie dir erfüllt, das überlass bitte dem anderen, sonst ist der Wunsch kein Wunsch, sondern eben eine klare Erwartung. Wie reagierst du gefühlsmäßig, wenn ich dir sagen würde, angenommen, ich bin dein Chef oder dein Kollege oder dein Freund, und ich sage dir, also ich erwarte von dir das, Punkt, 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 wie fühlt sich das an? Und das muss nicht gesagt werden, dieselbe Wirkung ist, wenn ich das denke. Ich bin mit dir zusammen, selbst beim Bier oder sonst was, und du hörst mich denken, also ich erwarte von dir, dass du nett zu mir bist oder dass du mich unterstützt, das ist mir scheißig, oder dass du Schnauze hältst über das bei dir. Ich erwarte. Fühlt sich nicht gut an. Das fühlt sich nach einer Liebe an. Und deswegen empfehle ich dir, deine Erwartungen aufzuschreiben, dir deine Erwartungen bewusst zu machen, auch deine Erwartungen an dich selbst. Denn die hängen miteinander zusammen. Je mehr einer von sich selbst erwartet, desto mehr erwartet er auch vom anderen oft. Also schreib dir auf, was du erstmal fang mit den anderen an, es fängt dir leichter, was du denkst über deinen Partner, Partnerin etc. Du solltest, er sollte nicht. Sie sollte nicht so viel an mir kritisieren. Er sollte mir zuhören. Er sollte liebevoller sein. Er sollte mehr für mich da sein und so weiter. Jedes soll, das sind ganz spannende Sätze. Soll und sollte nicht, sind die Sätze, die Erwartungen ausdrücken. Und je öfter du ans Soll denkst, in Bezug auf den anderen, setzt du ihn oder sie in ein Schuldverhältnis, in eine Bringschuld. Letztlich sagst du, also wenn du sagst, du solltest das und das tun, dann sagst du letztlich, erst dann liebe ich dich, wenn du mein Soll erfüllt hast. Du kennst das von der Gewinn- und Verlustrechnung, Soll und Haben. Haben heißt, ich habe was, das ist positiv, gut haben, und Soll heißt Schulden. Und genauso machen wir das inzwischen im Menschenbereich. Je mehr Erwartungen du an einen Menschen, einen Mann, Frau, Kind oder sonst was hast, desto höher steckt dir hier fest in einer Bringschuld, in einem Schuldgefängnis, wo du sagst, erst wenn du meine Erwartungen erfüllst, dann bist du für mich in Ordnung. Das hat mit Liebe nichts zu tun. Nimm sie zurück, deine Erwartungen. Und schau dann hin, was du von dir alles erwartest. Denn viele Menschen, die sich selbst unter Druck setzen, setzen spiegelbildlich auch den anderen unter Druck. Zumindest sollen die anderen dankbar sein, dass sie alles getan haben. Auf Deutsch, je mehr wir unser Herz verbiegen, uns verbiegen, unser Herz verraten, desto härter, ungerechter sind wir auch zu anderen. Die Liebe braucht Luft zum Atmen. Und Erwartungen schnürt uns zu. Schuldgefühle haben nichts mit Liebe zu tun. Und Liebe lässt den anderen frei. Wenn du deine Liebe zum Blühen, zum Fließen bringen willst, die Liebe zu dir und die Liebe zwischen dir und deinen geliebten Menschen, dann nimm deine Erwartungen zurück. Und erkläre innerlich, du und ihr anderen, ihr dürft so sein, wie ihr seid. Und ich öffne mein Herz für euch. Auch für euer Anderssein. Ihr müsst nicht so sein wie ich. Spür in deinem Herzen, ob du sie dann noch liebst oder ob du sie nur dann liebst, wenn sie deinen Erwartungen entsprechen. Und deine Forderungen sind sie oft erfüllen. Ich wünsche ein friedliches, erfülltes Leben ohne Erwartungen, ohne Forderungen, sondern mit vielen Geschenken, die du schenkst und die du empfängst.